Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel des HC Erlangen gegen die HG Saarlouis. Endstand vor 2024 Zuschauern 25-24. Ich begrüße den Gästetrainer und bitte ihn um sein Statement. Ja, danke schön. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Robert und sein Team zum Sieg. Die zwei Punkte ist natürlich im Moment so, dass wir den Gefühl haben, dass wir vielleicht eine verdient hätte heute. Ich habe eine Mannschaft in die Kabine jetzt, die sehr, sehr enttäuscht sind, weil die leider den Gefühl haben, dass die am Ende das nicht mehr selbst in der Hand hätten. Das wäre besser, dass wir selber eine große Chance vergeben hätten am Ende und dadurch verloren hätte. Aber ich bin super zufrieden mit meiner Mannschaft. Ich finde, die haben ein gutes Spiel gezeigt heute und deswegen ist es was wir mitnehmen können in unser weiterer Prozess. Also der Punkt, was ich finde, dass wir auch verdient hätte, hätte uns richtig, richtig gut getan. Aber jetzt müssen wir ja leider mit einer guten Leistung heimfahren. Aber wie wir alle wissen, da gibt es keine B-Noten in Handball. So, die zwei Punkte bleiben hier in Erlangen. Und das ist ärgerlich, weil wir haben geschafft, diese hochfavorisierte Mannschaft, die eine ganz andere Zielstellung als wir haben, lange zu ärgern und auch unter Druck zu setzen. Und deswegen bin ich trotz das fehlende Punkt, bin ich trotzdem sehr stolz auf meine Mannschaft und darauf können wir weiter aufbauen. Vielen Dank, Herr Jensen. Robert, wie hast du die letzten 60 Minuten gesehen? Ja, erstmal schönen guten Abend und danke für die Glückwünsche. Er hat völlig recht. Saarlouis hat wahrscheinlich ein bisschen mehr verdient heute. Wir haben unser neuen Katzenleben verbrannt heute. So viel Glück hat man nur einmal in der Saison, das war heute, wir führen einmal und dann, das ist die letzte Minute. Und klar, natürlich ist man zufrieden mit zwei Punkten. Ich wollte ja immer, dass man schlecht spielen und trotzdem gewinnen. Das haben wir heute gemacht, aber das war ein bisschen zu viel heute. Ich kann ja trotzdem ein paar Phasen, vielleicht Anfangsphase und ein paar Mal in zweiter Halbzeit mit Abwehr unzufrieden sein, aber trotzdem 24 Tore, das finde ich okay. Mario Jan hat eine bisschen bessere zweite Halbzeit gemacht, so 24 Tore kann man mit leben. Wir wussten auch, dass Saarlouis, die haben das super gemacht, die haben super junge Spieler, gut gespielt, uns geärgert, aber was wir im Angriff, zweite Welle und so weiter, dafür Entscheidungen getroffen haben. Da waren ungefähr 80-90% bei jeder Entscheidung, also letzter Pass oder war einfach falsch heute. Und das ärgert mich ein bisschen und das darf uns so nicht passieren. Man kann schlecht spielen, aber da müssen wir ein bisschen clever, ruhiger spielen. Sobald es nicht läuft, dann ist es fast wie Augen zu und nur durch. Aber das reicht nicht allemal. Da muss man ein bisschen clever spielen und dann halt auch unsere Wurfquote heute. Klar, der Torwart war gut von Saarlouis, aber manchmal da auch, dann verwerfen wir einfach zu viel. Und das war heute auch der Fall. So, ich bin nur überglücklich mit zwei Punkten. Mehr nicht heute. Danke, Robert. Stefan, wie sieht dein Fazit aus? Ja, ich muss sagen, ich habe einen Mords Respekt gehabt vor dem Spiel heute, weil nach dem in jederlei Hinsicht emotionalen Highlight am Wochenende, ein paar Tage später dann ein vermeintlich einfaches Spiel zu haben, was auf dem Papier natürlich gar nicht einfach ist und in der Realität auch, hat man heute gesehen, auch alles andere als einfach war. Aber ich glaube, dass die Erwartung so war, dass wir heute hier mit angezogener Handbremse den nächsten Gegner abfertigen. Und man hat gesehen, dass das eben unglaublich gefährlich ist. Und leider haben ein paar Prozent dieses Denkens oder dieser Vermutung, dass das so sein könnte, sich auch wahrscheinlich in dem Kopf des einen oder anderen Spielers festgesetzt. Das passiert, das ist nicht gut, aber es passiert. Wichtig ist, dass man am Ende so ein Mistspiel dann auch trotzdem gewinnt. Das haben wir getan. Darauf bin ich stolz und bin ich richtig froh, dass wir das geschafft haben.
denn das war wirklich nicht einfach heute. Und ja, am Ende gibt es heute genauso zwei Punkte wie für das Spiel am vergangenen Samstag. Und wir haben die drei Heimspiele, die wir jetzt hatten in Folge, haben wir alle gewonnen. Also ich glaube, wir können ein positives Zwischenfazit ziehen. Und das ist jetzt heute das Wichtigste. Trotzdem muss natürlich man die Lehren daraus ziehen. Und sowas darf uns möglichst kein zweites Mal passieren. Wie gesagt, auch wenn Saarlouis heute ein hervorragendes Spiel gemacht hat, das darf man auch nicht vergessen. Also die haben sich richtig gut verkauft hier heute und dementsprechend auch bei mir einfach große Erleichterung, dass wir am Ende das Spiel gewonnen haben. Und jetzt können wir uns auf Ferndorf vorbereiten. Das wird auch wieder alles andere als einfach. Das ist ein starker Aufsteiger. Da wird wieder der Baum brennen. Also von daher hoffe ich, dass die Jungs jetzt durchschnaufen können, ein, zwei Tage und dann optimal vorbereitet sind in Ferndorf. Und eine Woche drauf ist dann ja das nächste Frankenderby schon wieder gegen Rimpa. Da hoffe ich, dass wir hier wieder zusammen dann ein großes Fest feiern können. Vielen Dank. Danke, Stefan. Zeit für eure Fragen. Philipp Rosa, Nürnberger Zeitung. Robert, ich denke, du hast viele überrascht mit der Anfangsaufstellung. Speziell, dass Kevin angefangen hat, auch Basti Preis. In der Halbzeit hast du dann nochmal kräftig umgebaut oder zur zweiten Halbzeit. Was hat dich da jeweils dazu bewogen? Nein, erstens wollte ich das so machen, von Anfang an. Du musst irgendwann auch Basti und Pavel mehr Spielzeit geben. Ich fand, heute war ein richtiger Zeitpunkt, weil die haben das super gemacht. Vor allem Basti, letztes Spiel, so, das fand ich nicht komisch oder was anderes. Also wir haben 14 Leute, die alle spielen können. Wie ich anfange, das ist eigentlich egal in dieser Truppe, finde ich. Und ab und zu mal muss man auch für andere Leute Selbstvertrauen geben, anfangen zu dürfen, um weiterhin diese Spannung in der Mannschaft, dass man immer alles gibt im Training, Spiele und so weiter. Und ich fand, heute hat Kevin super Abwehrleistung gemacht, ein, zwei Tore. Sein Spiel heute war super. So, das muss man ab und zu mal machen. Einen Moment bitte, nehmen Sie bitte das Mikrofon. Ja, ich würde Sie gerne als Trainer von Saarlouis fragen, mit welchem Bewusstsein Sie hier angetreten sind. Dass Sie einfach gesagt haben, wir gewinnen gegen den HC Erlangen. Ja, also ich sage es mal so, ich kann nur für mich selber sprechen, aber ich fahre nicht 400 Kilometer, um mit Absicht zu verlieren. Also das ist ganz, ganz klar. Nee, wir sind hier hingereist, weil ich denke, dass ich mich erlauben kann, was ich auch denke, dass die hier heute in der Halle war, dass unsere Mannschaft hat bis jetzt sehr, sehr vernünftigen Handball gespielt, entwickeln sich sehr gut und wir wussten auch, dass wir hier eine Chance haben, weil, wie man sehen kann, wir haben von Namen her keine großen Spieler, aber die spielen unheimlich gut zusammen und sind gut da, einen anderen stark zu machen. Und wir sind hier hingereist, um zu versuchen, hier zu gewinnen. Und wir wussten auch, dass desto länger wir dranbleiben können, desto mehr Nervosität wird sich natürlich bei der HCR lang einfahren, sage ich mal so, weil wer heute das Spiel gewinnen sollte, also das war so ein Sollspiel für Erlangen und ein Können, Müssen nicht, sage ich, für uns. Und das ist natürlich immer einfacher, so anzutreten. Aber Selbstbewusstsein, denke ich, dass meine Mannschaft keinen Grund hat, ohne das anzutreten. Ich würde gerne gleich die Frage noch an Herrn Andersen weitergeben. Dessen waren Sie sich bewusst, ne? Dass der Rui genauso antreten wird. Kann ich das so verstehen? Ja klar, also wer denkt, dass wir jedes, wie alle anderen Heimspiel mit 6, 7, 8 Toren gewinnen soll oder machen, so wird das nicht passieren. Wir werden viele solche Spiele haben wie heute und hier kommt ja keine Mannschaft und sagen, wir geben HC 2 Punkte, sondern die kämpfen. Und wenn man dann, wie wir da direkt nicht unsere Leistung bringen, klar, gibt man einer Mannschaft einen kleinen Finger, auch eine gute Mannschaft wie Saarlouis oder die anderen, die hier waren, ja klar, dann spielen die mit. Und je länger das Spiel offen bleibt, dann wird es ein schönes, enges Handballspiel. Und das war es heute. Für die Zuschauer? Auf jeden Fall, zum Schluss, auf jeden Fall. Ja, stimmt. Geht's noch
Ich wollte die Frage stellen, letzte Aktion des Spiels von den beiden Trainern, umstrittene Situation, 7 Meter, ich denke, Sie sind wahrscheinlich der Meinung, dass definitiv ein 7 Meter gewesen ist. Wie siehst du das, Robert? Ja, ich war ja froh, dass es kein, aber wäre das umgekehrt und dann für uns wäre das ja natürlich ein 7 Meter, das hätten auch Schiris gepfiffen. Aber so ist das leider im Sport. Und das hat heute Saloe getroffen, als Auswärtsmannschaft und so weiter. Aber ja. Also ich wurde zwar nicht gefragt, aber ich habe viele, viele, viele sehr strittige Situationen auch vorher gesehen, ja, über die 59 Minuten und 55 Sekunden vorher. Ja. Ich glaube, die letzte Aktion, man konnte da 7 Meter geben, durchaus. Ich habe es auch nicht hundertprozentig gesehen, aber es gab, glaube ich, wir haben auch nach dem Spiel kurz gesprochen, waren uns einig. Also da gab es heute viele Kuriositäten, also von daher. Ja, es gab auch ein paar entscheidende Kuriositäten zu unseren Ungunsten, die habe ich zumindest gesehen. Ich kann eigentlich nicht so viel dazu sagen, außer dass das ist natürlich unglücklich, wenn sowas kommt. Man hätte das am Wochenende im Fußball mit meinem Landsmann Leon Andreasen, der da leider einen langen Arm hätte und so. Und das ist natürlich sowas, so wie Robert sagt, das passiert im Sport und das tut natürlich unheimlich weh, wenn es einer trifft. Und damit müssen wir leben. Wir sind alle, sage ich, ein Teil des Spiels, egal ob wir Trainer, Schiedsrichter oder Zuschauer und so weiter. Wir versuchen hier ein gutes Produkt zu verkaufen. Und ich denke, dass die Zuschauer, die hier in der Halle waren heute, die haben auf jeden Fall ein spannendes Spiel gesehen. Und da war viel Nerven drin. Und ja, das ist eben so. Das ist verdammt ärgerlich für meine Mannschaft, aber so ist es. Hannes Ries. Herr Andersson, die Innendeckung bzw. generell die Laufbereitschaft in den ersten 10, 15 Spielminuten war nicht optimal. Kann das vom Kopf her kommen? Ich glaube schon, ja. Da war direkt ein paar Aktionen, wo es nicht richtig 100 war zwischen Abwehr, Torwart und so weiter. Und das kam vielleicht da im Kopf was. Aber wir wollten genauso wie gegen Kobo spielen mit diesem schnellen Umstellungsspiel und so weiter. Aber wenn man dann auch vorne falsche Entscheidungen trifft, vielleicht auch in diesem Spiel, dann fängt man vielleicht ein bisschen an zu denken. Und wir haben da eigentlich das ganze Spiel kein einzige richtige das im Griff gekriegt, Angriff oder unser Umstellungsspiel heute. Bevor Sie zur siegesbringenden 5-1-Deckung umgeschaltet haben, wäre doch die Deckung, Innendeckung war ja sicher auch in Ihrem Sinne nicht optimal. Sie hatten mit Preis und Nienhaus zwei klassische Deckungsspieler noch auf der Bank, aber Sie haben Vertrauen, Ihren anderen Spielern Vertrauen geschenkt. Ja, es wäre die Möglichkeit gegeben, einen Preis oder Nienhaus. Ich habe auch mit Preis und Pavel angefangen und da war Abwehr eigentlich zu defensiv. Ich fand, wir haben das besser in nach und nach mit Offensiv, aber dann haben die gezeigt, dass die mit Kreis spielen. Und ich finde zum Beispiel, wir können da in der Mitte, ich fand zum Beispiel in zweiter Halbzeit, dann ist ein Kemper, zwei Tore von rechts außen, noch ein von links außen entscheidender. Nicht in der Mitte. Also das ist solche Mitabwehr, aber eigentlich nicht so schlecht. Wenn man da die 4 Tore, dann sind wir 20. Dann können, also da, ich fand aber andere Aktionen, was wir besser machen können. Die letzte Frage, meine berühmte Frage, was ist in der Halbzeitpause passiert? Sie haben eine sehr selbstkritische Mannschaft, hat die Mannschaft sich versucht, da am Schopf zu packen oder mussten Sie da stärker eingreifen? Ja klar, wir sind auch ein bisschen lauter geworden in der Halbzeit. Wir wussten ja, dass wir kein gutes Spiel bis jetzt gemacht haben. Wir wollen uns verbessern. Das hat uns nicht richtig gelungen, aber die Mannschaft muss es trotzdem ankommen. Wir haben nie aufgegeben. Wir waren immer hinterher. Also normalerweise, ich war so lange dabei, wenn du nicht vorbeigehst. Wir waren immer ein Tor hinten, unentschieden. Wir sind nie vorbeigekommen. Wir waren sogar 6-4. Das ist 1-1, 19-19, glaube ich, oder irgend sowas. Wir sind nie vorbei. Normalerweise verlierst du so ein Spiel wie heute. Und deswegen bin ich sehr glücklich mit 2 Punkten. Vielen Dank, Robert. Wir wünschen unseren Gästen eine gute Heimreise und wir sehen uns dann am 31.10. zum zweiten Franken-Derby gegen die Rimper Wölfe wieder. Ich sage Servus. Ciao.